Hallöchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute steht wieder Champions League an. PSV ist unser Gegner und da sind wir mal gespannt, ob wir hier die Jungs mal wegpusten. Bin ich ganz von überzeugt, ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt, auf jeden Fall. So, Anstoß für uns. Auf PES wieder eingestellt. Ah ja, genau. Hier jetzt noch die Flanke. Kommt der Pass? Jo, der kommt. Und da kommt mein Pass nicht an. Verdammt. Sehr schön. Super. Und verlaufen. Ah, Willems. Wijnaldum. Oh, sehr gut. Nein, vor meinen Füßen landet das Ding. Oh Mann. Eieieiei. Konzentration. Also es war gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, ich höre mich nicht so schlimm an, weil ich, weil es jetzt gerade noch morgens ist. Und ich gerade erst aufgestanden bin. Voila. Nein. Verdammt. Okay, Leute, wir sind voller Energie. Wir schaffen das. Jo. Ah. Doch nicht gleich so abziehen. So, ich muss mal hier nebenbei meine Chai Latte trinken. Um für ein optimales Soundergebnis zu sorgen. Damit ich besonders viel schmatzen kann. Ja, gestern. Gestern habe ich mir den Hobbit angesehen. Ich fand ihn ziemlich cool. Der hat richtig Spaß gemacht. Nur schade, dass es halt wieder ein Dreiteiler ist. Das heißt, man muss wieder so lange warten, bis es weitergeht. Ah! Wow! Schöner Kopfball. Meine Güte, wie der den denn gemacht? So, ich habe hier Post von der Telekom gerade gekriegt. Nicht zu überbieten. Hier der neue Flat-Tarif inklusive Musik-Flat. Aha. Wenn sie mir hier Glasfaser hinlegen, bin ich sofort dabei. Wenn das denn DSL ist und nicht Handy. Weil Handy kann mich Telekom mal. Da bin ich auf jeden Fall dagegen. Ich habe bei, bei O2 ein super Angebot gekriegt und da stinkt der, fast jeder Telekom-Tarif ging ab. Nein, ich dachte, jetzt kommen wir hier. Ja, einfach abgeben. Jo. Lauf doch nicht immer nach hinten. Du stehst im Abseits, Freund. Ah, es hat zu lange gedauert. Warum? Mann, ey, warum läuft er dann da die ganze Zeit im Abseits? Ganz ruhig, hol ihn dir. Jo. Okay, hier. Nein, nee, doch nicht. Ich hab, ich bin Positionsspieler, wie nennt sich das? Das da wohl in der letzten Folge. Ach, das habt ihr noch gar nicht gesehen, wahrscheinlich. Irgendwie hat er das genannt. Er wäre. Er dürfte auf jeder Position, oder kann überall spielen. Jo, gar nicht schlecht gedacht. Ah, schade. Ach, gib doch ab und lauf dich rein, so wie ich. Das darf nur ich. Wow, was für ein harter Schuss von Notaldo. Wow. So, Matisien. Engela. Komm, das schaffen wir, Freunde. Sehr gut. Also PSV ist zu schlagen. War das für mich gedacht? Ah, Mist. Holt ihn euch. Ja, der war im Abseits. Sehr gut.
Mann ey, ich muss doch hier unser Team zum Ruhm und Erfolg führen. Ah, sehr gut. Sehr schön, weiter, weiter, weiter. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Ich konnte nicht so passen, wie ich wollte. Die bieten sich ja auch alle nicht an. Mann. Der unter mir hat sich ja irgendwie dahingestellt, aber nicht richtig angeboten. Das war halt das Problem. Ich konnte nicht richtig nach hinten passen. Ich habe versucht zu drehen und dann... So ein Mist. Komm, go. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ein anderer kriegt ihn. Manolev. Da war nichts los. Ich laufe hinterher. Ich bin überall dran. Muss ich jetzt, ja? Weil, ich weiß, es gibt nicht so eine gute Note. Schön. Warum läuft er weg? Nein. Wieso bleiben die denn immer stehen, wenn sie sehen, dass ich den Ball habe? Ne, das schafft's ja eh nicht durch. Das schafft's eh nicht durch. Da können wir auch einfach hier stehen bleiben. Richtig dumm. Habt ihr es gesehen? Ich habe den Ball zugepasst bekommen. Erst läuft er mit und dann... Ah ne, jetzt bleib ich stehen. Jetzt macht's keinen Sinn mehr. Ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie ein Tor schießen wollen. Nö, 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 nö. Machen wir jetzt einfach mal nicht. Ich kann natürlich versuchen, da alleine durchzurennen. Was aber halt nicht ganz so einfach wird. Willems. Das ist unser. Sehr gut. Okay, Freunde. Ja, wunderbar. Jetzt gib Gas. Ja, shit, ey. Aus langer Eck schön geschossen mit einem schwachen Fuß. So, jetzt hier. Die Synchronrutscher. Mann, gib mir den verdammten Ball doch. Verdammte Axt. So, das ist deiner. Nimm ihn. Oh je, Mann. Nee, nix da. Okay, okay. Super. Go, 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 go. Abseits und Abstoß oder Freistoß. Mhm. So, das war der letzte Schluck von meinem Chai. Und jetzt klingt diese Stimme auch schon ganz anders. Ach Mist. Na, zum Glück gab es keine Karte. Ich werde langsam ungeduldig, richtig ungeduldig. Hier muss doch mal was fallen. Holt ihn euch. Und es gibt Einwurf. Flanke. Und ich sehe schon. Nein. Ecke. Ach, Freunde. Wo sollen die... Wo soll denn der Kopfball hin? Ich hau jetzt hier ab wieder. Weil ich will es entweder nicht sehen oder... Also die köpfen doch echt komisch, unsere Jungs. Das gibt es nicht. Ich kann diesen behinderten Ball nicht kontrollieren. Oh, ich drehe komplett durch hier gleich. Leute. Scheiß mich doch nicht so an. Oh Mann, ey. Ach. Spielt doch bitte flach. Das hat doch keinen Sinn. Wir wissen doch, wie kopfballstark unsere Leute sind.
Mann! Gibt es doch nicht! Ich will nicht ausgewechselt werden mit so einer guten Leistung. Oh! Mann, ey, wir kämpfen hier! Wir kämpfen wie eine Löwin um ihre Kinder. Da und zack, dreht er sich leider raus. Der Keeper war schon perplex, ganz verwirrt, wusste nicht, was er machen sollte. Wir schaffen es einfach nicht, im Kopfballduell standzuhalten. So, komm, go. Sehr gut. Schön. So, jetzt bin ich mich ziemlich geschwächt durch das viele Laufen. Das heißt... Gib bitte ab. Gib einfach ab, Mann! Oh, sehr gut. Super gemacht. Ich wurde schon wieder vom Ball angezogen. Oh Mann. 1,0 ist meine Leistung und so auch die Anzahl der Tore. Mann, ey. Es hätte schon viel früher fallen müssen. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Westermann. Für Lamm. Bedränge ich ihn, kann ihn aber nicht den Ball abnehmen. Warum werde ich da von diesem verdammten Ball schon wieder angezogen? Ach, das gibt's doch nicht. Er hätte ihn ganz normal gehabt und ich werde da angezogen. Das ist echt irgendwas Komisches in der Automatik eingestellt. Ich weiß es nicht. Okay. Er läuft jetzt auch erstmal Richtung andere Gegner wieder zur Mittellinie. Ah. Ja, ich gebe nur ab. Da war kein Platz zum Schießen. Vorne, hinten. Da waren gleich vier Mann um mich herum. Dieses Angeziehen nervt mich. Nur weil ich vielleicht X oder sowas drücke, werde ich sofort angeworbt. Ohne dass ich das dann wieder ändern kann. Und irgendwie muss man sich ja auf den Gegner stürzen. Dass man dann auch auf den Ball angezogen wird, wenn man ihn gar nicht haben will. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ja, super! Eine Vorlage von mir. Wuhu! Mann, 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 Mann. Was für ein Spiel. Yeah, Baby. Ich liebe dich. Sehr gut. Da war alle Zeit der Welt da. Super Pass. Hätte ich vielleicht selbst machen können. Und da war der Platz. Sehr schön. Dass er den reingekriegt hat, war schön. Ich hätte ihn nicht mehr annehmen dürfen. Ich war nämlich im Zeitpunkt des Schusses. Ganz klar im Abseits. Ich hätte mich zwischen diesen beiden da befinden müssen. Wenn er abgeprallt wäre, hätte ich ihn dann sofort reinschießen können. Also eigentlich ein Stellungsfehler von mir, aber der Pass davor war auch ganz gut. Also von daher, alles Paletti. Wird aber dafür nicht sorgen, dass ich hier Man of the Match werde. Holt ihn euch. Den Ball. Und jetzt will ich auch noch ein Tor schießen. Ja, Titan. Oder Titon. Keine Ahnung. Eine Minute wird nachgespielt. Oh! Der hätte ja sogar fast gepasst, aber der Keeper hatte alle Zeit der Welt, um diesen Ball abzuwehren. Roms. Ja, bisschen platzierter geschossen und dann... Jo, da habe ich mich aber richtig reingeschmissen. Das fand ich gut.
aber war leider zu weit weg von dem Ball. Und Baby, wir sind weiter. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ist es das Rückspiel schon? Ja, 7-5 habe ich auch. Aber Ilicevic wird Man of the Match. Ja, auch nicht schlecht. Sehr gut. Tralala. Gruppe G. Wir sind damit deutscher Meister, wa? Was haben wir denn? Wo hatten wir noch hier die anderen? Deutsch. Bayern München gegen Porto. Sehr gut. Können wir gleich mal gucken. Gruppe G. Sind wir mit 11 Punkten und 5 Spielen nicht mehr einzuholen. Wir sind definitiv Gruppenerster. Gruppe H. Real Madrid. 15 Punkte. 5 Siege. Chelsea. 3 Siege, 2 Niederlagen. Uiuiui. Manchester City. Auch sehr gut. Könnten wir also theoretisch schon ausrechnen, gegen wen wir als nächstes spielen, ne? Es gibt ja A, B, C, D, E, F, G, H, I, H. Also A, B, C, D, E, F, E, H. 8 Gruppen. Wir sind in Gruppe G. Also der dritte. Also der erste aus der aus dem dritten der zweiten Hälfte. Keine Ahnung. Spielen wir vielleicht dann gegen zweiten aus Gruppe C? Valencia? Weiß es nicht. So, haben wir hier irgendwie Bayern? Bayern auch 5 Siege. Eieiei. Da bin ich jetzt mal gespannt, gegen wen wir spielen. Na, was kommt jetzt? Also, ihr habt noch Vorschläge gemacht. Geh zu Dortmund, geh zu Bayern. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. Verhandlung mit Agent, Verhandlung mit Agent, Verhandlung mit Agent. Und Braga ist nicht so gut, sagt ihr, ja? Für einen kompletten Transfer erhalten. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum dritten, war das ja. So, Freunde, jetzt sagt doch hier mal euer Ergebnis. Wie sieht's da aus? Am dritten muss ich mich nämlich entscheiden. Ja, kurz nochmal Geld. Okay. Verhandlung mit Agent. Immer noch Verhandlung mit dem Agenten. Ja, Braga ist halt auch nicht so gut, ne? Muss ich wohl erstmal ablehnen. Weltfußballer des Jahres ist Messi. Schade, warum bin ich da nicht dabei? Das dauert noch ein bisschen, bis wir Weltfußballer des Jahres werden. Oh. Jetzt kriegen wir auch noch das Ergebnis von den anderen. Bei wem ist es gescheitert? Bei wem hat es geklappt? Okay. Okay, Borussia Dortmund will mich verpflichten. 870.000. Okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum 15. Die verhandeln noch. Da bin ich ja ganz scharf drauf. Die ist natürlich auch sehr gut, ne? Hummels im defensiven Mittelfeld. Aha. Für Großkreuz würde ich wahrscheinlich spielen. Da warte ich nochmal eine Sekunde. Oh, da gibt es weitere Entscheidungen. Oh ja, kommt. Gibt's mir. Oder gibt's mir. Oder was auch immer. Inter will ich verpflichten. Okay. Oh. Inter. Oh Mann. Okay, okay. Da warte ich nur noch drauf. 1,7 Millionen, das ist sehr gut. Ich weiß, dann darf ich nicht mehr in der Champions League teilnehmen. Jetzt berechtigt Champions League. Nächste Saison nicht. Okay. Das wäre natürlich schade. Jetzt berechtigt Champions League. Dann warten wir noch das Ergebnis von Chelsea ab. Von Tottenham. Kriegen wir vielleicht auch hier noch? Komm, gebt's mir. Los! Das kann nicht so lange dauern. Hat nicht geklappt mit Tottenham. Okay.
Weiter geht's. Otaldo ist gut drauf. Da haben wir die Entscheidungsmöglichkeiten. Ich weiß, ich kann nicht mehr in der Champions League dann spielen. Aha, Kraft. Das ist ein ziemlich starker Verein schon. Sieht's hier aus? Die haben nicht so viel. Sollen wir es machen? Ich weiß, es ist nicht ganz so gut, dass wir dann nicht mehr in der Champions League mitmachen können. Aber wir haben einen sehr guten Verein. Und ich wollte eigentlich mal aus der Bundesliga heraus. Ist natürlich blöd, dass wir zum Halbjahr jetzt wechseln wollen. Mit Cristiano Ronaldo zusammen, ne? Ja, ja. Schon 29 ist der Junge. Meine Güte. Oh, ich weiß es nicht. Mache ich es? Spielmöglichkeiten 53%, aber wir können uns da bestimmt gut hocharbeiten. Und könnten eventuell auf der rechten Seite dann eingesetzt werden. Für Jonathan. Wäre zumindest als... Ja, gut. Wo waren noch hier die Spielmöglichkeiten? Rechtes Mittelfeld, ja. Hm. Okay. 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 Wir machen's. Es geht zum nächsten Spiel. Bayern 04 Leverkusen ist unser nächster Gegner. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, macht's gut, Freunde. Tschüssikowski.